Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen zurück zu Minecraft. Wir bauen heute wieder ein Fahrzeug, beziehungsweise ja doch ein Fahrzeug. Ich muss mal kurz hier was einstellen. Okay. Wir bauen heute den ZBD-09. Das ist ein chinesisches Fahrzeug, was ich aus Battlefield 4 kenne. Es aber auch in echt gibt, sonst würde es Battlefield nicht haben. Und das wollen wir heute bauen. Was wir dazu brauchen, sind Sandstone, eine Treppe, also eine Sandstone-Treppe, eine Sandstone Slab, Black Wool, Buttons, Stone Slabs und Nether Brick Fence. Ganz einfach aus dem Prinzip Nether Brick Fence, weil in meinem Texture Pack würde ich euch dann für dieses Fahrzeug auch empfehlen, haben nämlich diese Textur. Und wenn ihr die hier ran machen würdet, würde das nicht passen. Deswegen, für dieses Fahrzeug braucht ihr mein Texture Pack, es sei denn, ihr lasst die hier weg, weil die sind eigentlich gar nicht so wichtig, nur es ist ein bisschen zum, ja, Detail verschwinden, weil dieses Fahrzeug ist wirklich ziemlich undetailliert und trotzdem erkennt man es. Ist auch egal. Wir fangen an, indem wir vier schwarze Blöcke, also, ja genau, vier lang oder vier schwarze Blöcke jeweils mit einem Abstand dazwischen, so wie hier ungefähr. Das heißt, ja, halt so, müsste man eigentlich noch erkennen. Ist ziemlich dunkel hier drin. Ja, auf jeden Fall müsstet ihr das erkennen können. Das macht ihr. Und dann macht ihr die Slabs. Huch, total verbaut. So, so da rein, dass am Ende von den ganzen, von allen Reifen keiner übersteht. Das heißt nicht so, sondern so. Einfach in die Mitte. Und dann macht ihr auf die ganze Fläche Sandstone rauf, dass es dann ungefähr so aussieht. Jetzt macht ihr mit den Sandstone Slabs zwischen die Reifen oder auch Räder die hin, dass es dann so aussieht. Nun macht ihr mit den Sandstone Stairs, macht ihr hier vorne hin, dass es dann übersteht und so eine Schräge nach oben hat. Und das gleiche hier hinten auch. So, jetzt könntet ihr euch auch eigentlich auch schon entscheiden, wo eure Mitte, genau Mitte, die Mitte ist übrigens da, wo euer Fahrzeug hin zeigen soll. Das heißt, jetzt ist das möglich, dass das Fahrzeug in die Richtung guckt oder in die Richtung, weil es total gleich ist. Ich baue das einfach mit der Richtung nach da, weil da die Tür ist und dann macht ihr hinter dem ersten Reifen in die Lücke die fangt ihr an, die Stone Slabs zu machen, bis hinten durch. Nicht so, nicht so. So. Auch auf den hier hinten. Dass es dann so aussieht. Nun müsst ihr, oder macht ihr, die Markierungen für die, Alter, für die, Stone Stairs. Und macht die, so hin, dass hier hinten ein Block ist und hier halt keiner, dass es denn so aussieht. Und das Ganze zwei lang, dass es denn zwischen dem zweiten Reifen und der Spalte zwischen ersten und letzten, vorletzten und letzten Reifen ist. Halt so. Dann müsst ihr einfach nur noch, oder macht ihr einfach nur noch die Stone Stairs oder die Sandstone Stairs darauf, dass es denn so aussieht. Vorne noch die, also drei Stück von den Stone Slabs und vorne noch die Fans. Jetzt ist auch schon der Punkt erreicht, wo, wo ihr die weglassen könnt, nur das Problem ist, dann sieht das ziemlich, ja, ziemlich lose aus. Und wenn ihr die ranmacht, dann ist wenigstens noch ein bisschen Detail drin. Was die Fans hier vorne zu bedeuten haben, das sind die Rückspiegel von dem Panzer. Der hat nämlich die Rückspiegel nicht irgendwie hier an der Seite dran oder so, sondern die sind vorne so ziemlich lang dran. Eigentlich sind die gebogen, aber das geht in Minecraft halt nicht. Deswegen einfach mit so einem Fenster hoch. Ich habe das auch schon probiert mit, dass man die Dingens hier irgendwie darauf kriegt, aber es funktioniert nicht. Oder so. Aber dann ist es wieder zu viel. Und das steht auch ab, das sieht ziemlich scheiße aus. Deswegen einfach nur den Fenster hin. Oder ihr lasst ihn halt weg, dann fehlt euch leider was, aber ist eigentlich nicht ganz so tragisch. Ja, zum Schluss einfach nur noch die Buttons hier an die Reifen ran. So. Und das war's eigentlich auch schon mit dem ZBD-09. Es ist ein ziemlich langes Fahrzeug, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eigentlich gar nicht so gewünscht gewesen. Eigentlich sind die Reifen in echt auch
jeweils zwei Paare sind ziemlich nah eng aneinander und dann ist eine längere Lücke und dann sind zwei wieder enger zueinander. Das heißt, der Panzer wäre eigentlich noch ein bisschen schmaler, mindestens der Block wäre da oder sogar schon da. Das geht in Minecraft leider nicht. Deswegen ist das so lang. Ich habe auch ein bisschen versucht, die Schrägen einzuhalten, nämlich vorne geht er so steil nach oben und dann geht es ziemlich, ja, ziemlich lang schräg nach hinten. Das musste ich leider so simulieren. Man könnte es auch mit Snow noch so machen, dass es dann noch mehr Rundung bekommt. Aber das passt einfach nicht rein, weil Sandstone und dann Snow, eher weniger. Das könnt ihr machen, wenn ihr das Fahrzeug im Schneedesign macht. Dann müsstet ihr eigentlich alles nur durch Quarz ersetzen und dann könnt ihr das mit dem Schnee eigentlich auch schon machen. Ja, vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, nur das Problem ist, dann sind die Rückspiegel wieder in der Farbe. Tja, das ist leider so ein bisschen problematisch. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Oder rein.